Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich stand dem Ganzen mit den natürlichen Inhaltsstoffen in dekorativer Kosmetik ja lange Zeit sehr skeptisch gegenüber und heute habe ich mal ein Fullface für euch, wo ich zeigen möchte, welche Produkte mich dann doch überzeugt haben. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu... was reden? Dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Video ist im Prinzip auf einer Idee entstanden, die ich zusammen mit Bayana Beauty hatte, denn dies ist auch der Kooperationspartner in diesem Video. Ich habe hier super, super, super tolle Produkte, die ich euch extrem gerne vorstellen möchte, aber natürlich möchte ich euch zuallererst Bayana Beauty vorstellen. Bayana Beauty hat sich auf die Kappe geschrieben, dass die 100% natürliche Inhaltsstoffe in deren Produkten haben möchten und dass sie das Ganze wirklich mit sehr viel Bedacht angehen möchten und jetzt nicht eine riesengroße Bandbreite an Produkten raushauen wollen, sondern sich auf die Produkte, die immer wieder rausbringen, auch sehr, sehr intensiv konzentrieren und da halt wirklich in Perfektion das Richtige rausbringen. Das sehen wir an der Qualität der Produkte, das sehen wir an der Haltbarkeit. Zum Beispiel die Lippenprodukte haben eine richtig gute Haltbarkeit. Die halten so gut, ohne dass es halt eine matte Textur ist. Die haben eine cremige Textur. Ne? Wir haben 100% natürliche Inhaltsstoffe. Wir haben vegane und PETA-zertifizierte Produkte hier drin. Wir haben eine richtig schöne, hochwertige Verpackung. Ich liebe dieses Weiß kombiniert mit dem Rosé-Gold. Zudem haben wir hochwertige Inhaltsstoffe in den Produkten. Das heißt, wir haben bei den Produkten auch immer so eine pflegende Eigenschaft. Bei dem Lippenstift ist es zum Beispiel die Hyaluronsäure. Dann bei den Puderprodukten haben wir Hyaluron, Vitamin E und Bio-Acai-Öl. Also da habe ich jetzt gleich auch zwei Lidschatten, die ich mit euch verwenden werde. Es sind zwar natürliche Inhaltsstoffe, aber dennoch haben wir eine sehr, sehr hohe Haltbarkeit von den Produkten auf dem Gesicht. Also bei mir hält es wirklich auch den ganzen Tag. Und Leute, gerade jetzt bei diesen Temperaturen macht es durchaus Sinn, dass man Produkte mit etwas längerer Haltbarkeit aufträgt. Ansonsten hat man da nicht so viel Spaß dran, wenn dann im Laufe des Tages das Gesicht einfach runterrutscht. Und ganz nebenbei haben die auch gerade so eine Summer-Aktion. Mega interessant. Ihr bekommt nämlich jetzt gerade bis zum 28. Juni 18% mit Claudi18. Schaut super gerne mal dort vorbei. Ich kann euch die Produkte definitiv empfehlen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal auf die einzelnen Produkte ein. Aber wir starten jetzt zuallererst mit dem Schminki. Und da habe ich jetzt als erstes Produkt, nachdem ich jetzt natürlich meine Gesichtspflege und Sonnenschutz aufgetragen habe, ein Produkt von Essence. Das ist Hello Good Stuff 48 Stunden Intense Hydro Gel. Mit Aloe Water und Hyaluron. 95% sind hier natürliche Inhaltsstoffe. Eine sehr, sehr leichte, angenehme Textur, die man im Sommer einfach gut gebrauchen kann. Ein relativ neues Produkt in meiner Sammlung ist hier von Typology, diese Serum Foundation. Die hat die liebe Melo Flori einfach sehr häufig empfohlen. Das, was ich bei dieser Foundation auch richtig gut finde, ist, also es ist ja eigentlich eine Serum Foundation. Das heißt, du hast nicht die allerhöchste Deckkraft, du hast auch ein ganz leichtes Gefühl auf der Haut und ich muss sie nicht mit dem Schwämmchen verteilen nachher oder einblenden. Es reicht wirklich mit dem Pinsel, sodass ich damit einfach eine leichte Deckkraft hinbekomme. Klar werden dann irgendwie Mückenstiche wie hier oben zum Beispiel, also oder Rötungen oder so, halt nicht jetzt wirklich mega krass abgedeckt, aber ich finde, im Sommer ist es auch mal ganz angenehm, eine leichte Foundation zu tragen. Essence hat die Hello Good Stuff-Reihe rausgebracht und Catrice die Clean ID-Reihe. Da habe ich jetzt einmal hier den Concealer, den mag ich auch sehr gerne. High Cover Concealer, naja, so hoch ist die Deckkraft jetzt nicht, ne? Ja, da habe ich die Farbe 010, also auch eine sehr, sehr helle Farbe. Trotzdem, wenn ich den auftrage, sieht er schon recht dunkel aus, ne? Also so hell sieht er auf dem ersten Blick jetzt nicht aus, wenn ich das aber einblende. Verschmilzt der wirklich toll mit der Haut und hinterlässt ein ganz tolles Finish. Ist auch nicht zu dunkel, ne? Also im Sommer ist es ein ganz guter, passender Concealer für mich. Jetzt gebe ich mir noch ein bisschen Lidschattenbasis auf. Da habe ich hier von Altera Naturkosmetik eine. Das ist die Eigenmarke aus dem Rossmann. Und ja, das ist eine solide Lidschattenbasis, die man definitiv gut tragen kann. Sie deckt ganz, ganz leicht auch Äderchen ab und macht einfach eine gute Vorbereitung von dem Augenlid für den darauf folgenden Lidschatten. Jetzt kommt das erste Bayana Beauty Produkt zum Einsatz und den Spicy Nude Lippenstift verwende ich so unheimlich gerne als Blush tatsächlich. Ja, 04 Spicy Nude ist hier die Farbe und das sieht wirklich richtig toll aus. Ne? Schaut mal, wie das auch hochkommt. Oh, eine ganz, ganz, ganz hübsche Farbe. Es ist wirklich wie ein Cream Blush, aber Achtung, Achtung, es ist ja eigentlich auch ein Lippenstift. Ne? Also die Pigmentierung hat es schon in sich. Es passt einfach schön, wenn du einen Blush aufträgst und die Farbe auch mit dem Lippenstift matcht. Und jetzt verwende ich ein Fixierspray, ein Setting Spray, auch wieder Catrice Clean ID. Das ist das Hyaluronic Fixing Spray und ja,
Das hat einen derben Sprühstoß, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ist schon eine feine Kiste, muss ich wirklich sagen. Als nächstes habe ich hier von der Marke Neo das Intense Serum Powder. Das ist dieses hier. Hat 98% natürliche Inhaltsstoffe. Das hatte ich euch auch schon mal vorgestellt, als ich das ganz neu hatte. Das kommt halt hier so. Und dann mache ich immer so, dass mir das so ein bisschen auch in den Deckel reinfällt. Weil das lose Puder verwende ich ja eigentlich auch nur unter den Augen. Und damit sette ich jetzt hier meinen Concealer. Und das Puder von Nui Cosmetics, das ist dieses transparente Setting Powder, was wir im Adventskalender drin hatten, möchte ich gerne verwenden, um, das ist gepresst, ne, um mein komplettes Gesicht zu fixieren. Dann nehme ich mir einfach einen großen, fluffigen Pinsel und gehe damit ganz leicht über mein Gesicht. Das Gesicht ist jetzt soweit abgepudert und fixiert. Trotzdem kommt aber auch noch so der Glow durch, aber ich glänze nicht mehr wie eine Speckschwarte, was ich ganz angenehm finde. Dann habe ich jetzt von Santé Naturkosmetik diesen Mineral Bronzer, der mir mal irgendwann irgendwo irgendwie runtergefallen ist. Oder ich hatte den in der Box und der sah so aus, keine Ahnung. Nee, ich habe den bestellt. Und da sah der schon so aus, als der geliefert wurde. Da muss man etwas aufpassen, weil der doch relativ stark pigmentiert ist. Und der hat auch leichte Schimmerpigmente mit drin. Das ist ein bisschen schwierig bei mir immer, weil ich das eigentlich nicht so gerne mag. Aber wenn die dezent sind und wenn die angenehm verteilt sind, dann geht das vollkommen klar. Ich finde es halt echt angenehm, dass, obwohl ich jetzt auch Puder und Bronzer und so aufgetragen habe, dennoch dieser Blush-Effekt noch durchkommt. Ich habe den jetzt nicht so super intensiv aufgetragen, man kann ihn natürlich noch mehr aufbauen, ne? Aber ich wollte es halt auch als leichten Sommerlook haben. Deswegen, also mir gefällt es sehr, sehr gut. Und jetzt habe ich hier von Bare Minerals den Highlighter. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich habe den mal irgendwann in einem Adventskalender drin gehabt, der ist auch schon Asbach. In der Farbe Free habe ich den hier und der ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Trage ich hier mit einem Highlighterpinsel auf. Der Highlighter wird gleich nochmal zum Einsatz kommen, aber zuerst möchte ich mir jetzt noch die Augenbrauen machen. Da habe ich hier von Alverde, das ist die, genau, Alterre hatten wir eben schon, das ist von Rossmann die Eigenmarke, Alverde ist von DM die Eigenmarke und da habe ich den Augenbrauenstift Automatic in der Farbe 04 Macchiato. Der sieht schon aus wie ein richtiger KWM-Smile, also das ist, ich habe hier ein Haar. Au, das ist angewachsen. Das ist tatsächlich jetzt nicht so einer, womit du dir feine Härchen malst, sondern der hat halt schon richtig hinten so ein Oschi, ne? Aber dadurch geht es relativ zackig. Ich nehme jetzt hier mal den Bronzer von Vienna Beauty als Spiegel, weil die haben hier auch immer schön diese Spiegeldinger mit drin, was ich auch richtig toll finde. Ratzifatzi haben wir uns jetzt Augenbrauen gezaubert. Die möchten aber auch ganz gerne fixiert werden. Dafür habe ich hier etwas von Lavera Eyebrow Styling Gel in Transparent. Das ist dieses hier. Du hast damit jetzt nicht so den ultimativen Halt, ne? Also das tackert jetzt nicht die Augenbrauen fest, aber es fixiert schon so, dass sie jetzt nicht irgendwie durch die Gegend fliegen oder so. Komische Formulierung. Ja, also es ist solide, sonst wäre es nicht noch in meiner Sammlung, sagen wir es mal so. Aber, und das muss ich halt immer wieder bei Lavera-Produkten sagen, die haben halt schon ihren Eigenduft und da bin ich halt nicht so Fan von. Ne? Also ich mag das lieber, wenn Produkte nicht so wirklich riechen und wenn dann halt nicht so chemisch oder alkoholisch oder ich weiß nicht, wie ich das benennen soll. Als nächstes mache ich jetzt meinen Augenlook. Und da verwende ich jetzt diese beiden Schätzleins von Vienna Beauty. Das ist einmal die Farbe 04 Velvet Mocha, ein wirklich wunderschönes Mocha-Braun. Ein matter Ton, den ich mir jetzt einfach hier außen auftrage und ganz leicht in meine Lidfalte einblende, um so eine Vertiefung zu bekommen und einen leichten Schatten zu generieren. Ich würde es ja hart feiern, wenn Vienna Beauty auch wirklich so eine Art Paletten-Selbstzusammenbausystem rausbringen würde, ne? Also, dass du quasi so eine Magnetpalette hättest, wo du dann die Eyeshadows reinpacken könntest, weil du kannst die ja, weil die ja magnetisch hier fixiert sind, einfach so rausnehmen, ne? Die Refills sind natürlich auch ein bisschen günstiger, als wenn du das im Komplettpaket mit der Umverpackung kaufen würdest, ist klar, macht ja auch Sinn, ne? Ich gebe mir den Ton jetzt auch an meinen unteren Wimpernkranz und nehme mir dann den Ton 03 Copper, das ist ja dieser selbstredende, ne? Dieser wunderschöne Kupferton, den trage ich mir super gerne mit meinem Finger auf, habe ich jetzt hier, und setze mir den auf mein bewegliches Lid. Für meinen Innenwinkel verwende ich jetzt hier wieder den Highlighter. Es ist ein simpler Alltagslook, ganz einfach, ne? Den ich jetzt aber natürlich noch ein bisschen aufpeppen möchte. Dafür habe ich hier einen Kajalstift von Alterra Naturkosmetik in der Farbe 02 Brown. Den trage ich mir jetzt am oberen Wimpernkranz auf, um meinen Wimpernkranz zu verdichten.
Jetzt fixieren wir das Gesicht nochmal so ein bisschen. Da habe ich jetzt ja auch dieses, ne, Clean ID Spray. Und dann schauen wir uns mal eine ganz witzige Mascara an. Die hatte ich letztens auch irgendwo in einem, wo auch immer, ich glaube Adventskalender. Hero Badaboom Mascara. So cool. Also allein, dass sie so heißt, ne? Wunderschöne, mattschwarze Verpackung. Sieht sehr, sehr edel aus. Und auch hier haben wir natürliche Inhaltsstoffe drin. Wir haben ein Gummibürstchen, was mich ein bisschen auch an die Elia Mascara erinnert. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie wir hier jetzt was zaubern werden. Oben ist es so ein bisschen ist gut. Es ist gerade und unten haben wir das so ein bisschen erdnussförmig. Aber es riecht jetzt nicht klassisch nach Naturkosmetik oder so. Also ganz dezent und zurückhaltend. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ihr kennt mich. Es ist mir ein bisschen zu wenig. Bin ich ein bisschen... Ja, da fehlt mir einiges, ne? Deswegen wollte ich jetzt einfach mal probieren. Auch wenn es die wahrscheinlich gar nicht in Deutschland so zu kaufen gibt. Von Urban Decay habe ich hier nämlich die Wild Lash. Und die ist mit 99% natürlichen Inhaltsstoffen. Dass ich die jetzt einfach mal drüber mache, ne? Ja, die war irgendwie irgendwann mal irgendwo mit dabei. In einem Adventskalender, glaube ich, auch mal wieder, ne? Ja, komm, machen wir die einfach nochmal drüber, weil ich finde einfach, mir fehlt die Länge, mir fehlt das Volumen. Ich habe natürlich meine Wimpern natürlich betont, aber mehr auch nicht, ne? Und hier haben wir halt so eine ganz interessante, gewundene Bürste, die ich jetzt einfach mal drüber mache. Ganz, ganz interessant. Und schau einfach mal, ob ich da jetzt noch ein bisschen mehr aus meinen Wimpern rausholen kann. Die riecht auch noch nicht so weit. Und die setze ich jetzt einfach nochmal drüber. Und ich glaube, da kommt jetzt ein bisschen mehr Kavums mit dabei. Also schon in der ersten Schicht macht das wusch, ne? Das finde ich total großartig. Also in der ersten nochmal drüber gemachte Schicht. Na bitte, so habe ich mir das vorgestellt. Da habe ich jetzt nämlich einfach mal ein bisschen mehr Schwung reingebracht, ein bisschen mehr Länge und auch Volumen. Wirklich so zusammengeklebt macht die nicht. Also kein... In dem Sinne Auffüllungseffekt, kein Verdichtungseffekt, aber richtig schöner Effekt. Das gefällt mir sehr, sehr gut und das passt halt auch wirklich zu diesem Augenlook, dass man halt diese zarten Wimpern hat, ne? Als Lippenprodukt habe ich jetzt hier von Bayana Beauty nämlich zwei, weil das möchte ich gerne in Kombi verwenden. Ich habe euch das ja eben auch gesagt, dass es ganz cool ist, dass man, wenn man den Blush hat, das auch auf den Lippen trägt. Deswegen trage ich mir zuallererst den 04 Spicy Nude Lipstick auf. Und das ist halt auch wirklich dadurch, dass du die Hyaluronsäure mit da drin hast, sehr, sehr pflegend. Und halt echt eine schöne Farbe. Was ich aber auch ganz gerne mache, ist, dass ich mir noch so ein bisschen, ja, eine Art Ombre-Lippe mache. Und da habe ich hier die 02 Naked als Farbe. Das ist halt wirklich ein richtiger Nude-Ton. Und den gebe ich mir gerne einfach so nach innen hin. Das plumpt die Lippen nämlich optisch so ein bisschen auf, wenn du es innen ein bisschen heller hast als außen. Ne? Mag ich sehr gerne leiden und es passt gerade richtig gut auch zu meinem Schmuck. Also ich mag das Gesamtkonzept und ich runde das Ganze ab mit Pacifica Dream Moon Patchouli Sandalwood und Pink Rose. Das ist dieses Parfum. Das ist nämlich quasi bei Douglas aufgeführt als Clean Beauty. Brauchst du auch nur einen Hauch von, weil das ist halt sehr, sehr intensiv. Riecht aber wirklich angenehm. Ist ein bisschen schwerer, also eher so am Abend würde ich das verwenden, aber ich mag das sehr gerne leiden. Und das wäre jetzt einfach mal mein Look mit den natürlichen Produkten, die ich so in meiner Sammlung finden konnte. Und auch vielen, vielen Dank an Bayana Beauty für die wundervolle Zusammenarbeit. Also ich finde es super spannend, wie sich die Firma entwickelt. Das ist ja eine Firma aus Bayern, ne? Und wie dort einfach immer mehr Produkte auch in den Online-Shop kommen. Schaut super gerne mal dort vorbei. Mit Claudi 18 bekommt ihr jetzt gerade bis zum 28. Juni 18% Rabatt. Ne? Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr auch mal in die Hände geklatscht habt. Genau. Nein, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn dem so ist, lasst mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.